Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem Format, das fast nicht mehr hier stattfindet. Ich habe mich dafür entschieden, das nicht mehr so viel zu machen, denn ja, ich habe ein Stalker-Problem und da ist definitiv klar, dass ich kaum noch private Sachen sage. Aber zwar ja diese Woche relativ viel los und wir haben hoffentlich alle die Europawahl verdaut. Also von dir aus gesehen ist es ja schon 2 Wochen dann her. Also ich glaube, der Zeitpunkt wird noch nicht so schnell kommen bei mir, dass ich das verdaue. Dieser Shaker tropft einfach die ganze Zeit. Da habe ich übrigens wieder Holy drin, weil mit Holy kriege ich das eigentlich ganz gut hin, mehr zu trinken. Da hat mein Trainer gestern, das war das Einzigste, wo mein Trainer mich gelobt hat, so, aber das heißt, er hat jetzt nicht geschimpft, er hat halt gemeint, ja, der Körper möchte halt überleben und Muskeln will der Körper nicht, weil Muskeln kosten halt Energie. Das ist aber so mein Thema, deswegen mache ich ja auch Krafttraining, um meinen Stoffwechsel zu verbessern. Also ich habe insgesamt, ihr müsst aufpassen, ich habe insgesamt 1,2 Kilo zugenommen im Gegensatz zum letzten Jahr. Ist nicht schlimm, ne? Fangen wir an dessen mal an. Aber jetzt kommt. Deswegen sind das nur 1,2 Kilo. Wahrscheinlich wäre es dann mehr oder so. Ich habe so das letzte halbe Jahr ja relativ viel Stress auch gehabt mit der Ausbildung zum Beispiel. Und auch so ADHS-mäßig findet man sich ja auch erstmal ein. Und übrigens, auch ADHS hast oder jemanden in deinem Bekanntenkreis, was du verstehen möchtest. Auf meinem Zweikanal, die kleine Coco hoch 2, geht es um die Thematik. Vielleicht hast du Bock mal reinzuschauen. Ich sehe genau, du hast noch nicht abonniert. Falls du das noch nachholen möchtest, unterstützt du mich, unterstützt meinen Kanal. Das kann man übrigens auch mit dem Daumen nach oben machen und vielleicht hast du ja Bock, irgendwas in die Kommentare ranzuhauen. Falls du richtig gut drauf bist, kannst du auch eine Kanalmitgliedschaft abschließen. Was bringt dir das genau? Gar nichts. Ich schaffe es leider nicht, da irgendwie mehr Videos hochzuladen. Aber vielleicht können wir es ja so regeln, dass du vielleicht vorzeitig in meine Videos reingucken kannst. Da gibt es nämlich eine Funktion bei YouTube. Also, falls du Bock hast, danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss! Und wie bin ich jetzt auf das Thema gekommen? Keine Ahnung. Wir sind ganz ADHS. Ach so, genau. Meine Messung im Fitnessstudio. Also aufpassen. Bei mir war es so. Also 1,2 Kilo Differenz ist jetzt nicht so schlimm. Ne, also rein rechnerisch. Ein Kilogramm Fett braucht 7000 Kalorien, also 7000 eingesparte Kalorien. Das ist jetzt möglich, wenn du am Tag grob 500 Kalorien einsparst. Und ich tracke nicht, ich tracke nur ab und zu, um zu gucken, wie viel Eiweiß ich zu mir nehme. Wo wir schon beim Thema sind. Ich habe 3 Kilo Fett zugenommen, 3,2 Kilo Fett, fast 3 Kilo Muskeln verloren. Also habe ich sozusagen das, was ich an Muskeln verloren habe, mit Fett aufgefüllt. Und oh, das geht gar nicht. Und Muskulatur verlieren, das hat ein absolutes No-Go, das kann man nicht bringen. Ich habe gar keine Pinsel da. Einen Moment.
Und jetzt habe ich halt die Aufgabe bekommen, mir halt richtig viel Eiweiß reinzuhauen. Jetzt versuche ich das halt die nächsten Tage mal irgendwie eine kleine Routine da reinzukriegen. Ich habe jetzt heute Morgen schon einen Eiweißshake getrunken zum Frühstück, habe aber im Frühstück auch schon ein bisschen Proteinpulver drin gehabt. Ich komme halt, also als ich das letzte Mal gezählt habe, komme ich halt auf. Also ich sollte, ich wiege jetzt fast 80, ja, 70,2 und ja, das geht jetzt auch wieder rückwärts. Ich bin hier gerade am Einsparen von Kalorien. Na, aber wer das nicht weiß, Proteinkalorien, also Eiweiß, der Körper braucht für Protein wesentlich mehr Energie zum Verbrauchen. Also der Thermic Effect auf Foods nennt sich das, also bei Proteinen am allerhöchsten. Und da braucht man sich nicht so viel Gedanken machen. Aber wer mehr Protein zu sich nimmt, der isst ja auch automatisch weniger, weil das so stopft. Und ich hasse dieses Gefühl von Fülle nach Protein. Ich hasse das. Ich mag das überhaupt nicht. Das wird bei mir so ein ADHS-Ding sein. Anders kann ich mir das nicht verstehen. Ich habe mit der Simone darüber gesprochen und die hat auch gemeint, die hat richtig Probleme, genug Protein zu sich zu nehmen. Aber ihre Ernährungsberaterin zwingt sie gerade dazu. Vielleicht sollte ich echt auch jemanden haben, der mich ein bisschen dazu zwingt. Ja, naja, mein Trainer tut's ja jetzt. Und der will mich in 4 Wochen nochmal wiegen. Und dann wird es hoffentlich besser. Hoffentlich. Also, naja, es wird nicht alles weg sein, weil ich habe ja schon gesagt, 1 Kilo Fett, was du aufbaust, braucht 7000 Kalorien, die du dir einsparst. Wenn du das mit 5000, mit 500 pro Tag machst, brauchst du halt 2 Wochen, bis du 1 Kilogramm Fett verloren hast. Ne? Also so viel dazu. Naja, jetzt bin ich halt wieder am. Also ich zähle nicht, also Kalorien zähle ich wirklich nicht. Ich mache es halt wie gesagt nur mal stichprobenweise, um zu gucken, wie viel Protein ich zu mir nehme. Und das ist halt zu wenig. Durch das, dass ich fast 80 Kilo wiege, sollte ich halt schon im Moment 160 Gramm Protein zu mir nehmen. Und das ist viel Scheiße, ey. Ich krieg das halt nicht runter. Ich krieg's nicht runter. Ich bin mir jetzt auch sicher. Ich werde mir jetzt später mal so knusprigen Tofu machen. Den habe ich schon in den Kühlschrank vorbereitet, mit einem Tuch eingeschlagen und habe was Schweres draufgestellt, damit die Feuchtigkeit ein bisschen rausgeht. Ich muss mir nachher mal ein Rezept im Internet raussuchen. Und wenn ich halt so einen Block Tofu esse, ich muss halt mit Soja muss ich aufpassen. Das ist nochmal so eine Schwierigkeit. Das vertrage ich nicht so gut. Aber das hat halt gut Eiweiß. Und wenn ich das halt esse nachher, dann hat das wenigstens 30 Gramm Eiweiß. Das ist ein Viertel davon. Also mein Trainer hat zu mir gesagt, diese 160 wirst du eh nicht schaffen. Also geh das nicht an. Aber mir wäre es wichtig, dass du wenigstens 120 schaffst. Ich weiß nicht, wie du das hinkriegst, weil ich krieg nicht mal 100 hin, ne? Also ich muss mich bei 100, muss ich mich ja schon wirklich anstrengen. Und dann haben wir gesagt, gut, dann musst du das halt jetzt wirklich über Shakes machen. Also ich will auf jeden Fall noch einen zweiten Shake mir heute reinprügeln. Und warum über, man sagt ja auch, trink nichts, was Kalorien hat, weil das hast du halt sehr schnell weggetrunken. Ich finde halt, Proteinshakes auch echt schwierig, weil sie mich halt ganz ekelhaft voll machen. Und ich hasse dieses Gefühl. Aber nun gut. Wir wollen nicht meckern, denn ich habe halt auch keinen Bock, umsonst ins Training zu gehen. Damit meine Muskeln schrumpfen. Also als ich das sehe, ich dachte, scheiße, ich habe nur, ich weiß nicht, der hat die Messung gemacht und ich habe im ersten Moment nur, weil ich weiß, wo der Kalorienverbrauch steht. Und je mehr Muskeln du hast, desto einen höheren Kalorienverbrauch hast du.
Ich habe nur gesehen, so ich habe vorher, also vor einem Jahr hatte ich 1340, also im Ruhezustand, wenn ich den ganzen Tag im Bett liegen würde. Und jetzt habe ich nur noch 1312 oder so. Also da ist einiges wesentlich schlechter geworden. Leute, und vor allem viszerales Bauchfett dann auch extrem zugenommen. Und das halt in meinem Fall durch das, dass ich ja eh schon, hier ist ein bisschen Haut, dass ich eh schon Probleme mit Hormonen habe. Es ist halt richtig kacke. Und du kannst halt nicht gezielt jetzt am Bauch abnehmen. Das entscheidet ja der Körper wirklich selber. Ich will nur weniger viszerales Bauchfett haben und ich will eine bessere, Entschuldigung, Muskelmasse haben. Das ist das Einzige. Ich will nicht dünn werden. Ist gar nicht mein Ziel. Aber jetzt schon Muskelschwund. Hey, das ist nicht geil. Das ist echt nicht gut. Da gibt es auch nichts schön zu reden. Absolut nicht. Naja. Ich würde gerne an der Stelle sagen, egal, aber es ist halt nicht egal. Und ich habe mir einfach abgewöhnt, für andere egal zu sein. Weil im Endeffekt macht man das schon für andere, damit andere irgendwie nicht denken, du würdest die ganze Zeit jammern oder so. Und das habe ich mir halt einfach echt abgewöhnt. Hey, der ist, glaube ich, nicht mehr in Ordnung. Ich muss den mal richtig spritzen. Habe ich nicht noch einen zweiten gehabt? Doch. Doch. Ach, der war auch nicht mehr in Ordnung. Also muss ich den unbedingt mal spritzen. Naja. Und das hat mich dann. Hat mir dann gestern noch den Rest gegeben. Und Arbeitgeber, die halt so. Oder potenzielle Arbeitgeber, die halt so, Entschuldigung, respektlos sind, dir aufs Wochenende hin abzusagen. Das finde ich halt richtig hart daneben. Sorry. Also man nenne mich empfindlich, aber das geht halt gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Und vor allem. Ich habe ja so eine Google-Mail-Adresse. Ich meine, wer hat die nicht? Wer ein Android-Handy hat, hat eine Google-Mail-Adresse. Und wenn du dich auf YouTube bewegst und Creator bist, hast du eh eine Google-Mail-Adresse. Die will ich aber so wenig wie möglich verwenden. Ich habe aber nur eine, ne? Und jetzt habe ich mich über ein Portal, wo sich's, also es ist Indeed gewesen, bei der Firma beworben und ich habe denen halt zweimal zurückgeschrieben, bitte, weil es ist in meiner Bewerbung an verschiedenen Stellen, gibt es die E-Mail-Adressen. Das haben auch andere bis jetzt geschafft. Ne, aber die haben ihr Ding durchgezogen und ich habe halt zwei oder dreimal zu denen gemeint, ja, ob sie bitte Kontakt mit mir über meine normale E-Mail-Adresse aufnehmen können, denn ich nütze diese E-Mail-Adresse hier nicht. Nö. Nö. Aber gut. Sei es drum, jetzt ist es eh geschwätzt. Jetzt ist es eh geschwätzt, sagt man schön auf Schwäbisch. Nee, es hat mich gestern nur geärgert, so das. Aber manche Ämter machen das auch, um die, ja, gerade von Finanzamt oder so, Arbeitsamt habe ich auch schon gruselige Geschichten gehört. Also die Leute, die für mich zuständig sind, beim Arbeitsamt, die, machen das nicht so. Ich habe mal mit Sachbearbeiter darüber gesprochen und der hat auch gemeint, nee, solche Sachen bringt er gar nicht, weil das halt gar nicht geht. Ist ja eh schon so, dass du halt wirklich Angst vor solcher Post hast, so unterbewusst. Und dann noch aufs Wochenende hin. Brustmahlzeit. Nee. Ich nehme übrigens das hier mit diesen. Mit dieser Palette bin ich gar nicht zufrieden. Aber ich werde mal gucken, dass ich mir mal wieder was Neues hole. Aber ich bin halt gerade so super selten geschminkt, weil ich das gerade gar nicht brauche.
Ja, kommen wir zur Europawahl. Ich will nicht zu politisch hier werden, weil ich kann das verstehen. Man will im Internet sich auch irgendwie so ein Safe Space suchen. Mir diese Woche passiert. Aber ich habe jetzt auf TikTok auch gesehen, ist das voll auch dunkelhäutige POCs, die für die AfD sind, wo ich mir denke, welchen Schuss habt ihr nicht gehört? Welchen Schuss habt ihr nicht gehört, dass ihr so eine Partei wählt? Ich denke mir bei manchen Leuten, ich wohne in einem sehr reichen Landkreis, Leute. Also wir haben hier Industrie, den Leuten geht's gut. Hier braucht wirklich überhaupt keiner meckern, ne? Hier braucht niemand meckern. Denn uns geht's echt gut. Und da wählt man dann einen, boah, der, wo den Vorsitz hier hat. Also man muss ja auch sagen, ich wohne im Bodenseekreis. Und da hatte die Weidel vorher den Vorsitz. Ich bin so froh, dass die weg ist, aber die AfD hat halt einfach ein Händchen dafür, also wirklich Menschen bei sich aufzunehmen, die halt wirklich Dreck am Stecken haben. Der Vorsitzende, der bei uns den Vorsitz hat, der hat als Erzieher noch Kinder geschlagen. Und zwar war es, habe ich gerade nachgelesen, bis in 1972 war es noch legitim, dass du Kinder hast schlagen dürfen. Also, wenn ich mir die Prügelgeschichten von meinen Eltern anhöre, die sind auch echt mega krass gruselig, aber man hat das halt früher so gemacht, ne? Und bis 1972 wurde die Prügelstrafe abgeschafft, Gott sei Dank. Und der hat anscheinend, der hat noch 75 zugelangt. Und da haben sich halt einige Opfer gemeldet. Und die, wo hier das gewählt haben, zum Teil halt eben auch selber, nicht deutschstämmig, das ist halt so krass. Wie kannst du nur so eine Partei wählen, wenn du selbst nicht deutsch bist? Hast du diese Korrektivreportage nicht angeguckt? Schaltest du das komplett weg? Ich habe mal den Spaß gemacht. Ich habe hier jetzt eine Ausbildung als Social Media Marketing Managerin, wo auch ein ganzer Kursteil KI dabei war. Und ich kann super gut jetzt mit ChatGPT umgehen. Ich habe mal mit ganz, ganz einfachen Prompts. Ein Prompt ist. Also wenn du bei ChatGPT reingehst und ChatGPT eine Aufgabe stellst, das ist ein Prompt. Erstelle mir einen Text über Prompt. Und ich habe ChatGPT gefragt, ob ChatGPT mir eine kurze Zusammenfassung des AfD-Parteiprogramms kurz sagen kann. Also wirklich kurz. Das hat keine 2 Minuten gedauert. Und die hässlichsten Dinge standen da auch gerade. Jetzt bin ich habe so eine richtig dämliche Nuss im Fitness. Die ist halt wirklich nicht schlau. Und ich habe von der ja auch schon öfters erzählt. Und diese dämliche Nuss, man kann es nicht anders sagen, selbst nicht rein deutschstämmig. Und von solchen Menschen lebt halt die AfD, weil sie halt Angst schürt. Und es gibt ja auch so eine Studie, die besagt, dass AfD-Wähler, jetzt weiß ich nicht mehr, viermal mehr oder so Angst haben und dass das halt diese Partei ausnützt. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Reportage über die EFD, über die AfD, über die Aussteiger angeguckt habt. Und da ging es nämlich auch darum, dass eben die Partei Ängste schürt. Gerade, also die machen das ganz geschickt. Und vor allem nutzen sie es
Ich meine, das ist Populismus im Allgemeinen. Weil die wenigsten, das habe ich auch ganz lange nicht gemacht, die wenigsten beschäftigen sich erstens mit der politischen Geschichte und die wenigsten beschäftigen sich halt auch mit der allgemeinen, mit dem allgemeinen Parteiprogramm. Mir geht es halt nicht runter, bis jetzt nicht, dass Frauen die AfD wählen, wo diese Partei Frauenrechte reduzieren möchte. Diese Partei möchte alle Ausländer aus Deutschland raus haben. Auch wenn du einen deutschen Pass hast, das zählt nicht. Und wenn du dunkle Hautfarbe hast, also POC bist und dann AfD wählst, das hat mir baff gemacht gestern. Wirklich. Aber ich habe mal richtig gute TikToks gefunden. Also bin echt begeistert. Also das ist nicht die komplette Jugend verloren, muss man an der Stelle wirklich auch sagen. Und da bin ich halt echt, muss ich wirklich sagen, den Leuten, die jetzt eine richtig gute Aufklärung auf TikTok leisten. Ich habe mal überlegt, mir auch so ein bisschen mehr, mich da so ein bisschen mehr zu bewegen. Aber du musst auf TikTok, bis jetzt habe ich es halt nur als Ort für meine Reels, die ich eh auch hochgeladen habe, genutzt. Und du musst mit TikTok muss ein bisschen anders umgehen. Und da habe ich mir auch überlegt, vielleicht mehr solche kurzen Labergeschichten zu machen, vielleicht auch ein bisschen politischer aktiv zu sein. Das Beste, was ich von der Weidel gesehen habe, ist, dass die sich in einem Interview tatsächlich hinsetzt und sagt, sie sei ja gar nicht queer. Ja, genau. Ja, sie sei nicht queer, denn sie identifiziert sich damit nicht. Und wer es nicht weiß, die Weidel lebt mit einer Frau, ich glaube, die kommt aus Sri Lanka in der Schweiz, im Ausland und zieht zwei Söhne groß. Du bist queer, wenn du lesbisch bist. Das bist du einfach. Den Begriff kannst du dich nicht entsagen, ob du dich damit identifizierst oder nicht, ob du den gebrauchst oder nicht. Und ja, die darf das, ne? Und das wissen halt auch die wenigsten. Und diese Wählergruppe, also was mich so erschreckt hat, ich habe gestern dann auch noch so eine Doku auf Arte gesehen, wo es um die Rechten in Frankreich geht. Und die machen es genauso wie unsere AfD auch. Die zielen direkt auf die Jugend ab. Das ist das, was der Rest halt verpennt hat, kann man an der Stelle auch sagen. Und ja, also richtig, richtig krass. Jetzt habe ich richtig viel politischen Schnickschnack von mir gegeben. Ich wollte ja gar nicht so viel darüber sprechen. Aber ja, ich muss echt sagen, mir ging es gar nicht gut. Und die Olle im Fitness, selbst halt Ausländerin mit deutschem Pass, meint halt, ja, sie sei mehr wert. Und wenn du eher so beim Reden zuhörst, dann ist es halt auch so, dass sie halt konstant schimpft. Und sie meinte das Montag zu mir. Und das immer, hat sie zu mir in der Früh gesagt. Das war wie ein Faustschlag ins Gesicht. Nicht nur wie eine Ohrfeige. Ich wusste ja, dass die schon etliches braunes Zeug von sich gegeben hat. Wo ich mir auch immer gedacht habe, ey, bist du dumm, bist du dumm? Naja, auf jeden Fall sagte ich dann zu ihr so, ja, hey, sag das mal nicht zu laut. Als Ausländerin AfD wählen ist das selten dämlich. Und seitdem ignoriere ich sie, weil ich muss ganz ehrlich sagen, und da bin ich knallhart, ne? Also ich habe die Kraft nicht. AfD-Wähler vom Gegenteil zu überzeugen. Denn nee, die sind nicht alle dumm. Will ich so auch nicht sagen, aber
Was muss an dir vorbeigegangen sein, als Frau vor allem, wenn du die wählst? Ne? Also, das sind halt die Leute, ich erinnere mich halt noch an das ganze Geschwurbel in der Corona-Zeit. Ja, wir haben keine Diktatur mehr, wir haben keine Demokratie mehr, wir dürfen nichts mehr sagen und so. Das ist ja auch so eine, kann man an der Stelle sagen, man darf in Deutschland nichts mehr sagen. Da, 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 da. Und das Schlimme ist halt, die arbeitet halt mit Kindern zusammen. Ne? Also das finde ich richtig schlimm. Das finde ich brandgefährlich. So viel zum Thema. Nee, also ich bin da halt knallhart, weil meine Meinung ist halt, die Leute dürfen sich jetzt auch zu Tode abschämen, dass sie sowas gemacht haben. Vielleicht bringt es noch nicht mal was für die Bundestagswahl. Aber ich teile da so ein bisschen auch die Meinung jetzt von Hirschhausen, der ja direkt danach auch gemeint hat, so ja, Leute, es ist ein schlimmes Ergebnis, aber wir müssen uns halt auch vor Augen halten. Man hat eine Prognose von 20% gehabt und das haben sie nicht geschafft. Und das ist schon mal richtig gut. Aber das hier in meiner Stadt, hier leben um die 52.000 Menschen. 64% davon sind zum Wählen gegangen. Und 16% davon sind natürlich auch die, weil AfD hat man auch hier im Landtag gewählt. An zweiter Stelle, also das, ich pack's halt gar nicht, muss ich sagen, wirklich. Die AfD halt bei der Europawahl gewählt haben, die haben das auch natürlich im Landtag gemacht. Und das ist so ein richtiges Schätzchen, wie gesagt. Der hat ja seine Kinder für die Arbeit noch verdroschen. Und nein, zu der Zeit kannst du dann nicht mehr sagen, ja, das hat man halt früher so gemacht. Das ist keine Erklärung, das ist absolut gar keine Erklärung. Und da haben sich halt mehrere Opfer diesbezüglich gemeldet und es hat halt niemanden interessiert, weil das halt Politik auf Kommunalebene ist. So ist es halt, ne? Ja, ich versuche es weiterhin zu verdauen, weil im Endeffekt, wir müssen jetzt damit zurechtkommen, oder? Ja, habt ihr solche Begegnungen gehabt, wo halt euch wahrlich keine deutschen Menschen, die zwar einen deutschen Pass haben, aber keine deutschen Menschen, die eben ihre Wurzeln woanders haben, sowas gesagt haben? Ja, ich habe die AfD gewählt. Also das Krasse war, wie gesagt, gestern in diesem TikTok, da dachte ich mir echt so, was? Was? Nee. Naja, wir lassen es an der Stelle. Ich werde mich an der Stelle verabschieden und sage danke fürs Einschalten. Du kannst mich unterstützen, indem du einen Daumen nach oben gibst. Und ich würde mich jetzt einfach abmelden und sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.